Die Familie Bistrak, zu der kommen wir jetzt, die hat sich nämlich an uns gewandt. Sie ist aus Wien und sie hat ein großes Problem mit ihrer jungen Maria Wischler-Hündin, die heißt Jana. Und die ist sehr ungestüm, sowohl bei der Begrüßung als auch beim Spazierengehen. Jana hat sehr viel Energie und die gedenkt sie auch auszuleben. Frauchen Rosemarie Bistrak muss mithalten, ob sie will oder nicht. Die Lieblingsbeschäftigung der jungen Hündin ist es, menschliche Freunde zu begrüßen. Wie hier Nachbarin Svetlana Drobilic. Grüß Gott. Begrüßt sie die Diana immer so? Ja. Ja, jedes Mal, gell? Ja, ne, super. Also, super. Aber sie stört das nicht? Bitte? Sie stört das nicht? Mich stört das nicht. Nein, ich hatte selber Hunde und mich stört das nicht. Also, ein Hund hat bei mir Narrenfreiheit. Mir wäre lieber, man könnte sie ja, abrufen besser. Ne? Also sie kann wohl stürmisch sein, aber wenn man dann sagt aus, oder dann müsste halt das am besten funktionieren, ne? Dass man sie gleich abstellt. So kann es nicht mehr weitergehen. Tierflüsterer Laurent Amann begleitet Frau Bistrak und Diana bei ihrem Spaziergang. Ich versuche mit ihr ein wenig wegzugehen. Da sieht man jetzt gut die Aufregung. Von der zwei Hunde sind, weiß ich nicht wohin. Genau, sehr gut. Wenn er an der Leine ist, kommt er nicht mehr zu anderen Hunden. Wenn er spielen darf mit anderen, bekommt er seinen Maulkorb und dann darf er toben. Dass das auch für den Hund sehr klar ist, an der Leine gehe ich mit Frauli spazieren, ohne Leine darf ich machen, was ich will. Das hat für den Hund viel leichter, wenn es so getrennt ist. Dann kann ich wirklich einstellen, okay, jetzt habe ich die Leine an, dann muss ich gehen. Aber wenn man manchmal laufen lässt, manchmal nicht, ist es sehr schwer für den Hund einzuschätzen. Wenn wir jetzt mit der ersten Übung beginnen, das ist ein Aufmerksamkeitsgeräusch. Wenn Sie das Geräusch machen, schaut der Hund Sie an. Das ist einfach, Ihr Hund ist ja sehr abgelenkt von allem, was rundherum geschieht, egal ob es ein anderer Hund ist, Leute, die vorbeikommen, da wirklich alles schaut er sich an. Und mit diesem Geräusch werden Sie einfach den Hund wieder zu sich bekommen. Dann wird er weniger herumziehen, auch ist einfach bei Ihnen, Sie gehen gemeinsam spazieren. Sie werden jetzt das Geräusch eintrainieren. Am Anfang brauchen Sie nur schnalzen und sofort Leckerchen geben, also 5-6 Mal hintereinander, damit der Hund nur verknüpft, dieses Geräusch hat eine Bedeutung, da bekomme ich etwas Tolles. Haben Sie Leckerchen dabei? Genau, super. Können wir die Übung übermachen? Ich einfach laut genug schnalzen, damit der Hund das auch hört. Genau, und dann Belohnung geben schon. Genau. Wir schauen die ersten Male, dass die Belohnung ziemlich schnell kommt, weil der Hund weiß noch nicht, was das Geräusch bedeutet. Dann wirklich Geräusch und sofort danach bekommt er die Belohnung. Genau, wieder schnalzen. Genau, und sofort Belohnung geben. Genau, sehr gut. Wichtig ist, nicht an der Leine zu ziehen und den Hund auch nicht mit dem Namen zu rufen. Das Aufmerksamkeitsgeräusch genügt und die Leckerlis sollten mit der Zeit weniger werden. Diana scheint das Prinzip verstanden zu haben. Das haben wir den ersten Schritt schon sehr gut gemeistert. Das war halt mit der langen Leine geübt, weil der Hund einfach mehr Freiraum hat und dann hat er Zeit zu reagieren, auf das Geräusch zurückzukommen. Aber es ist ideal für den Hund, wenn Sie eigentlich immer mit einer kürzeren Leine, also nicht mit der Flexi-Leine gehen, sondern mit einer kürzeren Leine, die immer genau gleich lang ist. Dann kann der Hund viel besser einschätzen, wie lang ist die Leine, wie weit kann ich gehen. Maria Wischler-Hunde wurden für die Jagd gezüchtet. Das wusste Familie Bistrak vor dem Kauf nicht. Als Jagdhund ist der Hund natürlich darauf angewiesen, sich alles anzuschauen, damit er das Reh nicht verpasst. Also er muss wirklich sehen, bewegt sich etwas, könnte das ein Reh sein oder nicht. Und einfach dieses Schauen haben die Jagdhunde sehr viel. Auch dieses Nervöse kommt oft vom Jagdhund. Und das kann man nicht einfach so abstellen. Der Hund muss die Möglichkeit haben, diesen Jagdtrieb auszuleben. Und da können wir viel mit Tricks üben, Nasenarbeit, Fährtenarbeit, dass der Hund sich eigentlich verhalten kann, als wäre er auf Jagd, aber wir rufen es nur auf Kommando auf. Um Diana auszulasten und somit ruhiger zu machen, empfiehlt Laurent Nasenarbeit. Das trainieren die beiden in Familie Bistraks Garten. Wir werden jetzt die erste Übung machen, um ihren Jagdtrieb befriedigen zu können. Und dafür werden wir Futter verstecken im Garten und der Hund muss erst mit der Nase suchen. Das ist super Kopfarbeit, er muss überlegen, wo war ich schon, wo habe ich schon gesucht. Und wirklich die Nase wird eingesetzt, genauso als würde der Hund jagen, wirklich nach Futter suchen.
Rosemarie Bistrack verteilt vor Dianas Augen Leckerlis im Garten. Wichtig ist, das Tier suchen zu lassen, bis es nicht mehr will. Können Sie sich vorstellen, dass der Hund so seine Energie kanalisieren kann? Ja, ich glaube schon, weil angeblich ist eine Nasenarbeit anstrengender, als wenn man laufen geht mit ihr, also von der Zeit, nicht? Danach fällt sogar die Begrüßung von Herrchen Hans Bistrack entspannter aus. Hier auch ein Tipp. Bei der Begrüßung die Hand nach unten ausstrecken und anfangs mit Leckerlis belohnen. Dann wird der Hund bald freiwillig unten bleiben. Wenn das Tier seiner Rasse entsprechend ausgelastet ist, wird es auch im Alltag ruhiger sein.